Herzlich willkommen zur kleinen Kräuterkunde mit der Kräuterfrau Ruth Pfennighaus. Ruth, wir sind hier im Garten des Gesundheitshauses in Marburg, den hast du angelegt. Ja. Und da sind ganz viele wertvolle Pflanzen, die für unseren Körper, für unsere Gesundheit sehr wichtig sind. Ja. Und diese Pflanze gehört auch dazu. Mhm. Die ist übrigens auch sehr beliebt hier bei den Insekten, sehe ich. Die Hummeln sind da dran. Großer Besuchsmagnet, ja. Mhm. Das ist der Beinwell. Der Beinwell wächst jetzt überall an feuchten Stellen. Wenn man spazieren geht, wundert man sich, wo überall Beinwell wächst. Man erkennt ihn auch an den schönen Blüten. Mal ist es blau, mal ist es lila, mal ist es rosa, das ist egal. Beinwell gehört zu den Borretsch-Gewächsen. Und wenn du da mal probierst... Das Blatt fühlt sich auch so an, ne? Wie Schmirgelpapier. Rau und behaart. Es wird... Beinwell kommt von dem Wort Wallen, zusammenwachsen, ist die große Pflanze zum Wohle unserer Knochen. Die Schweizer sagen dazu Wallwurz. Mhm. Und wir kennen es aus der Werbung als Kütter. Die gute Küttersalbe. Okay. Also Beinwell hat eine ganz große Beziehung zu unseren Knochen. Zum Beispiel früher hatte man doch keinen Gips und da hat man diese großen Blätter gewalkt. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Bruch hattest, hat man das so als Gips rumgenommen. Das ist unser Vorläufer des Gipses. Mhm. Die Beinwellpflanze. Die haftet ja fast am T-Shirt, ne? Und das Verrückte ist, wenn ich mit Beinwell-Tinktur und so weiter arbeite und das in Quark einrühre, dann wird das ganz fest, so wie ein Gips. Mhm. Also die Beinwellwurzel und die Pflanze kann man also gut benutzen für alle Sachen, die mit Knochen zu tun haben. Für Sehnen. Das heißt, noch mal kurz zur Frage, das heißt, wenn ich einen Knochenbruch zum Beispiel habe, unterstützt das, dass er wieder zusammenhält? Die Kallusbildung. Mhm. Also der Beinwell ist sehr, sehr gut untersucht. Und man hat festgestellt, dass die Knochenbildung, also die Kallusbildung, die Zellneuenbildung, das Wundsekret besser abläuft. Also es ist eine echte Wunder- und Heilpflanze, damit der Knochen besser und schneller zusammenwächst. Und vor allem bei dieser Volkskrankheit Arthrose, hat heute auch jeder Dritte, ist es sehr gut, Beinwell immer mal ins Essen zu nehmen, nicht zu viel. Der Beinwell hat Pyros, also Alkaloide, wenn man sie massenhaft essen würde, wären sie leberschädigend. Aber gerade Arthrose-Patienten sollten öfter mal so ein Blättchen, zwei Blättchen mit essen und dann sich eine Tinktur... Blättchen ist ja gut, ne? Ja, man kann... Hast du die kleineren dann? Ein okay. Kleines für dich. Das ist ja schon ein großes, ausgewachsenes Blatt. Aber es ist schon eine kleine Viertelmahlzeit. Aber kann man auch so essen? Kann man so essen. Auch ganz besonders, wenn man Entzündung im Zahnbereich hat oder Parodontose, lockrige, blutige Zähne. Einfach gut kauen und dann ausspucken. Das ist nochmal ein anderer Bereich, der Beinwell abdeckt. Aber zum Beispiel bei der Arthrose, bei Hüftarthrose. Wie viele Leute haben Kniearthrose? Ist es also das Mittel bei sämtlichen Knochen, Sehnen, Muskeln, auch bei Sportverletzungen im Sommer, die Fußballer und alles so, kann man sehr gut auch als Sport zur Behandlung bei Sportverletzungen nehmen. Und zur Unterstützung. Dann schauen wir uns mal an, was man alles daraus machen kann, wie man den essen kann, außer nur so kauen. Schmeckt aber übrigens sehr lecker. Hat was von der Gurke, finde ich. Jawohl, gehört zu den Borretsch-Gewächsen und ist das Gurkenkraut, sagen auch manche. Lecker. Mhm. Nur an die Haare muss man sich gewöhnen, ne? Gut. Dann werde ich mal einen so mitnehmen, dass wir uns den dann noch mal genauer angucken können. Genau. Sehr schön. Beinwellblätter haben wir schon gekostet. Und du hast aber eine Beinwellpflanze, eine Wurzel ausgegraben. Die sieht ja urig raus. Die ist ja richtig fest und groß. Ja, ja. Was machst du damit? Ja, also das ist wirklich eine ganz mächtig große Pflanze. Und sie macht auch mächtige Sachen. Sie macht unsere Beine und kaputten Knochen wieder zusammen. Deswegen sieht sie auch aus wie ein Röhrenknochen. Also die Wurzel sehen aus wie Röhrenknochen. Und wenn man sie ausgräbt, dann brechen die auch so. Also das ist richtig, als ob man einen Knochen bricht. Ne? Und hier die Pflanze ist ganz, ganz schleimhaltig. Also, was mache ich damit? Ich
sammel sie oder steche sie im Herbst. Im Herbst ist die Wurzelgrabzeit. Ne? So ungefähr Ende September, im Oktober. Und dann habe ich immer, dieses schwarze Hülle, Haut kann dranbleiben, ich habe immer einige eingefroren. Also wenn ich so ein Stück einfach einfrieren. So eine Wurzel hier einfach eingefroren. Und wenn dann irgendwas ich behandeln will mit Beinwelt, kann ich sie rausnehmen und kann sie so reiben und einfach auf so ein, als Umschlag, einfach hier in eine, in so Papiertaschentuch tun und dann, weiß ich, wenn Überbein oder wo ich es gerade behandeln will, kommt es drauf. Das ist also eine Möglichkeit. Das meiste, was ich mache, ist, dass ich es einfach klein schneide, in Alkohol ansetze und mit der Tinktur arbeite ich am meisten. Auch mit einem Umschlag dann? Nein. Das ist die Tinktur einfach, direkt drauf, ja, und einreiben. Also besonders bei Arthrose, an der Hüfte, am Kniegelenk oder wo es ist. Das ist also die einfachste Methode, dass man da 2-3 Mal täglich mit einreibt. Und wenn man jetzt so viele Wurzeln hat, kann man sie auch trocknen. Also man macht so kleine Scheibchen, trocknet sie dann durch einen Pürierer und kann dann dieses Trockengut, ne, dieses Pulver mit Wasser anrühren. Man kann auch noch ein bisschen Samen mit reinmachen und dann auch wieder einen Umschlag machen. Mhm. Zum Beispiel, weiß ich, bei einer Sportverletzung oder so. Dann hat man, oder wie so ein kleiner Gips ist es. Also es ist die Nacht über, kann es dranbleiben, macht man sich einen Verband drum und hat da drin also die guten Wirkstoffe. Das Pulver, was man ein bisschen angerührt hat. Das Pulver, was man angerührt hat und vielleicht noch mal ein bisschen dicker gemacht hat mit Leinsamen, ist es ein gutes Mittel, um einfach ein guter Umschlag, eine Sportverletzung oder was immer man an den Knochen hat, zu behandeln. Mhm. Das heißt, essen würde man die Blätter nur frisch und ansonsten die Wurzel verwenden. So ist es. Kann ich so noch was machen mit Beinwellen? Also die hat ja sehr schöne Blüten. Manchmal mache ich die Blüten so auf den Salat mit drauf. Da ist auch Vitamin B12 drin, ein ganz klein bisschen. Eignet sich gut zum Aufpeppen des Essens, dann ist es ein hervorragendes Mittel, genau wie die Brennnessel für die Jauche. Hat viel Stickstoff, Kalium, also die einfach so, die alles zusammen in einen Eimer Wasser drüber und dann kann man da Jauche mitmachen. Dann für den Garten? Für den Garten, ne, oder auch so zum Mulchen. Ich tue das auch nicht irgendwo hin, sondern man kann es auch unter die Büsche oder so, ist ein gutes Mulchmaterial. Also der Beinwell ist für mich so diese Sache, wie Gott in so Pflanzen, die so unscheinbar am Waldrand stehen oder so an der Wiese. Paracelsus sagt, unsere Wiesen sind unsere Apotheken. Mhm. Ne? Und ich sage dazu, seht, wie uns die Kräuter nützen. Helft sie pflegen, helft sie schützen. Herr, von dem sie alle kamen, habe Dank für Kraut und Samen. Und gerade bei der Beinwell sehen wir oft gar nicht. Ne? Die ist wie Unkraut und ist doch so heilsam. Und man kann sie sich auch in den Garten kultivieren. Unbedingt. Dann kann man sie auch bedenkenlos wieder ausgraben. Unbedingt. Die Wurzel, wenn man sie verarbeiten möchte. Und ist sehr wuchsfreudig. Also wenn man mal irgendetwas zuwachsen lassen will und eine Bienenweide per Exzellenz. Da sammeln sich, da brummt's und summt's. Vielen Dank, Ruth. Vielleicht auch eine Anregung für Ihren Garten. Wenn Sie den Bienen etwas Gutes und sich selbst etwas Gutes tun wollen, mal Beinwell anpflanzen und vielleicht auch verarbeiten. Und ich denke, Sie werden was finden, wo Sie es auch gut anwenden können. Viel Freude dabei.